Willkommen zu einem neuen Part von Zelda Skyward Sword. Wir fliegen jetzt rüber. Nachdem wir im letzten Part von dem Suppenkoch die Kronleuchter kaputt gemacht haben, oder den Kronleuchter, war ja nur einer, haben wir eine Strafe aufbekommen. Nur da wir keine leere Flasche hatten, um die Suppe dem Schwertmeister zu bringen, haben wir die jetzt übersprungen. Und weil ich jetzt keinen Bock habe, nochmal zurück mit einer leeren Flasche zu gehen, machen wir die Mission mal später. Natürlich habe ich nicht vergessen. Ich werde noch mal abbezahlen. Den Kronleuchter, das war ja natürlich wert für ein Herzteil. Ob man das irgendwie anders... Oh, innerhalb von, was weiß ich, wie viele Minuten haben wir... da habe ich drei Telefonate, also wurde ich dreimal angerufen. Und von wem? Natürlich von meinen Eltern. Oh Gott. Und von meiner Tante. Ja, die arbeiten ja heute. Heute ist ja immer noch... Wir haben immer noch 9.50 Uhr. Wer die letzten Parts gesehen hat, weiß, dass ich um 8.36 Uhr angefangen habe. Hm, schon sehr lange. Eine Stunde, 14 Minuten schon. Hm. Ist nicht schlecht. Oh, scheiße. Scheiße, Tornado, Tornado. Katrina. Natürlich macht man keine Witze darüber. Aber ich freue mich schon, wenn ich mein Master-Schwert voll habe. Mein Master-Schwert. Ja, gut. Wir müssen ja zur Göttin der Lieder gehen. Und da wir ja das Rätsel geschafft haben und ihn nochmal machen müssen, dieses behinderte Rätsel, können wir direkt durchfliegen. Ja, und wir haben hier so einen bekloppten Rasenmäher. Gut, da wir hier drin sind, können wir natürlich die Truhe jetzt benutzen. Die Truhe aufmachen. Ich freue mich schon, wenn ich hier einen neuen Move mit dem Vogel habe, Alter. Njong, njong. Man kann natürlich, jeder Held, oder viele Helden, sage ich mal, haben ein Reittier. Der Herkules von Disney hatte Pegasus. Link hatte jetzt. Okay, ich sag mir nicht Reittierbegleiter und Reittier, was auch die Funktion vom Reittier haben könnte. Link hatte in den alten Spielen nicht immer ein Reittier, ne? Ihr wisst ja schon. Er hatte vielleicht auch mal einen anderen. Warte, wo ist denn das? An der Seite ist das. Okay, dann muss ich nochmal hoch. Ich muss hoch, hoch, hoch. Wie ein Flieger muss zum Mars. Mars, Mars. Komm, wir fliegen jetzt hoch. Ich habe da unten einen Strahl gesehen. Egal, den lasse ich. Doch, da ist ein Strahl. Aua. Mann, oh. Da. Ja, das war natürlich sehr schlau von mir. Entschuldigung, Vogel. Mal gucken, was hier drin ist. Über 300 könnte das bestimmt sein. Hoffentlich auch. Habe ich über 300 gesagt? Genau 300. Gut, da wir das Geld wieder zurück haben, was wir bezahlt haben für das Schild. Haben wir das Schild überhaupt? Warte mal. Muss mal gucken. Ja gut, jetzt kann ich nur nicht gucken. Aber guck mal, nochmal zum Reittier Phänomen. Ja, natürlich, die von Dragon haben natürlich kein Reittier gebraucht. Die könnten ja fliegen. Gut, schön. Wer denn noch? Gab's vielleicht so andere Special Forces? Ne, ihr wisst schon. Inuyasha zum Beispiel, da hatte diese, wie nennt man die, oh, ich bin fast hingeflogen. Die. Wie heißt sie nochmal, diese Freundin? Nicht Kagome. Die Chiara, auf jeden Fall heißt das Reittier Chiara. Ja gut, dazu gleich mehr, denn wir haben erstmal ein Gespräch mit der Königin. Göttin, sorry. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Als du das Wappen mit dem Himmelstrahl berührtest, hat die Göttin zu mir gesprochen. Gebieter, höre nun die Botschaft der Göttin. Also singen tue ich jetzt nicht, ne? Tut mir leid. Sucher der göttlichen Flammen, lausche meinen Worten, ich werde dich vom Jenseits der Zeit führen. Noch zwei göttliche Flammen fehlen dir, um sie zu finden, bedarf es der göttlichen Schätze. Um diese Schätze zu erhalten, musst du mehrere Prüfungen bestehen, dich ihrer würdig erweisen. Erfülle deine Bestimmungen, unterstützt von der Kraft der göttlichen Schätze, und du wirst die göttlichen Flammen erblicken.
Nun, nimm dieses Lied und begib dich in die Wüste Ranele, wo dich eine weitere Prüfung erwartet. Und jetzt mal andere Reihenfolge. Dieses Lied heißt Nairos Weisheit, ein Lied der Weisheit, das dich führen wird, Gebieter. Ja, schon wieder Nintendo, bitte. Ich werde Nairos Weisheit für dich aufbewahren. Mit der Aurasuche kannst du nun den Eingang zur Prüfung finden. Alter, bin ich heute beliebt. Brich nun auf zur Wüste Ranele. Gut, diesmal wird, ist die Lava-Insel an zweiter Stelle. Da ich ja schon weiß, wo das ist, können wir jetzt direkt mal dahin fliegen. Aber ich glaube, bevor wir das machen, kaufe ich mir erstmal an dem fliegenden Laden, kaufe ich mir erstmal was. Oh, sorry, und zwar kaufe ich mir erstmal... kann man sich noch eine Hand Geldbörse kaufen? Ich weiß ja nicht. Wir treffen uns an dem Markt. Bis dann. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir ist das so, dass alle meine Lieblingsfilme, die ich bis jetzt habe, eigentlich so gehen, dass Mann und Frau sich treffen. Was war das denn für eine Scheiße? Ne? Was war das? Ja, willst mich natzen, ja? Bäm. Dass Frau und Mann sich treffen und sich verlieben. Zum Beispiel Beispiele Tarzan. Jane trifft auf Tarzan. Die verlieben sich. Die Mumie kehrt zurück. Ja, oder nein, Quatsch, die Mumie. Diese, der Brick. Ja, also Brendan Fraser als Brick. Trifft. Oder Rick, keine Ahnung. Trifft die Frau, die verlieben sich. Der wird ja abgekauft, ne? Der war ja als. Am Anfang war ja ein Soldat. Als Soldat war er dann irgendwo stationiert in Ägypten. Und dort wurde er gefangen genommen und war kurz vor dem Abhacken vom, was weiß ich, kurz vom Töten. Erhängen. Ja, erhängen war das. Und da hat die Frau ihn abgekauft, ja. Und so haben sie sich verliebt. Was gibt's noch für Beispiele? Bei Spielen ist das genau anders. Mann und Frau kennen sich schon lange und lieben sich und wollen sich aneinander retten. Also, Mann will Frau retten. Mario kennt Peach schon lange und will sie retten. Link kennt Zelda schon lange, will sie retten. Sonic mag die. Was ist bei Sonic eigentlich? Hasst Dr. Eggman und will ihn töten. Na, natürlich, so geht das. Erstmal die große. Was ist das denn? Oh, das hier ist eine Sektenmedaille. Sie macht Kacken und Picken und da. 1000 Rubine, ja. Och, leck mich doch am Arsch. Ja, gut. Ein Herz. Quatsch, eine Geldbörse. Wie viel kostet sie? 100 Rubine. Auch hört sich natürlich praktisch an, ja. Da, 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 da. Plus 300 Rubine. Kann ich auf, man kann, glaube ich, auf 1200 Rubine erweitern. Also insgesamt kann man dann 1500 Rubine mit sich schleppen. Und eine Herzmedaille haben wir ja schon. Eine zusätzliche Tasche. 500 kann hinkommen, ne? 600, ja, okay. Ach, Mano. Basta. Voll die Wucherpreise, ey. Ich glaube, was dahin kommt, wäre dann ein... Wie soll ich sagen? Ne? Ich weiß gar nicht, was hinkommen kann. Ein Schild habe ich ja schon. Zwei Schilder brauche ich ja nicht. Und ich gehe jetzt zur Wüste Ranele. Das sind sehr starke Gegner. Man findet, glaube ich, jetzt auch noch ein anderes Gebiet. Von Wüste Ranele. Bin mir nicht sicher, welches. Ich kenne schon ein weiteres Gebiet in Wüste Ranele, aber ob es jetzt gefunden wird.
Ja, bin ich da. Ey, verdammt, wo bin ich hin? Da. Gut, mein lieber Lapscha, du musst jetzt springen, ja? 11 Herzen haben wir ja schon. Ich glaube, ich hatte beim ersten Durchspielen hatte ich irgendwie nur 14 Herzen insgesamt am Ende. Und die waren alle voll. Also, wenn ich alles voll hätte, hätte ich nur 14 Herzen insgesamt. Das ist irgendwie so, als ob ich, was weiß ich, was mache im Popo. Ja. Ja, genau. Gut, ich kann jetzt Skydiving machen, ne? Das ist doch mal cool, Skydiving. Man hat nur einen Schal dabei. Ja, braucht man nicht, ne? Mehr als einen Schal. Und die Ausrüstung von Zelda ist ja auch irgendwie so komisch, ne? Gut, ich will in die Mitte. Lagerhalle, nein. Wüstenschlucht. Das ist am Anfang, das Wüste Ranille. Ich will da zu diesen ganzen Gängen gehen. Dann gehe ich mal da lang. Ja, bitte. Ich glaube, da ist sogar die Aufgabe. Auf jeden Fall ist die Aufgabe nahegelegt an dem... an der Aufgabe... Ach genau, ich bin hier richtig. An der Aufgabe von... Ihr wisst schon. Wir sind in der Wüste Ranille angekommen. Suche mit der Aura-Suche nach dem Eingang zur Prüfung, die du best bestehen musst, um die heiligen Flammen zu erhalten. Ich glaube, hier kommt auch wieder so ein tagelanger... Ihr wisst schon was. Oh, ja. Oh, verdammte Scheiße. Dali? Wie habt ihr den Einsatz vom Schild jetzt gehört? Ist what the fuck? Wie modern das hier aussieht. Ach, da ist ein Stuhl. Ach, passt doch. Ist das genial, du. Jung, und jetzt mit etwas mehr Herzen als am Anfang. Passt doch, gut. Da wir jetzt hier durch sind, können wir erstmal das Ding da suchen. Da, das. Auf jeden Fall hier ganz in der Nähe. Uiuiuiuiui. Gut, das ist direkt da. Da. Also ich kann es nicht finden. Oh, ich kann es immer noch nicht finden. Vielleicht soll ich hier spielen. Juhu. Warum ist es jetzt dunkel?